Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's der Gordon und ich spiele für euch die Map Epizentrum in dem Modus Plünderer. Für die Leute, die Plünderer nicht kennen, es ist halt so, man startet quasi mit einer ziemlich beschissenen Handfeuerwaffe, wenn ich das in Erinnerung habe. Und überall auf der Map liegen halt so ein paar Waffen verstreut, die man aufnehmen kann, um die Gegner halt besser zu treffen bzw. mehr Schaden zu machen. Ihr seht, ich habe jetzt momentan nur den Rex, also ich kann mir nur eine Sekundärwaffe aussuchen. Dann nehme ich mal lieber die G18, die vollautomatische. Naja. Und, oh, ich habe die Map ziemlich lange nicht mehr gespielt. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr... Ah, da ist schon mal was. Scheiße, hier hat jetzt mein Kollege bekommen. Aber, ich glaube, ich habe noch in Erinnerung, wo die ganzen Spawngebiete von den Waffen sind. Ja, so geht's natürlich auch. Ah, hier ist zum Beispiel eine. Eine PDW. Boah, ich hasse sie. Kann ich direkt eintauschen in eine AK-74M. Besser als nichts, ganz ehrlich. So. Oh. Die Map ist halt interaktiv, wir kommen ab und zu Erdbeben, müsst ihr wissen. Oh, ist ja für die Ausfahrt verpasst, sorry. Und, ja, wir können halt so, ja, wie heißt das? Hier die Front von so einem Haus, die Fassade, genau, die können abbrechen und runterfallen. Guck, ganz kurz, Leute, hier ist eine Tür mit einem Gasfass. Draufschießen und der Weg ist frei. Okay? Also habt ihr wieder gelernt, beim Onkel Gordon. So, was ist das für eine Level 1 Waffe? Da komme ich jetzt nicht dran. Naja, auf jeden Fall, boah, jetzt habe ich einen Faden verloren. Doch, genau, Fassaden können auf ein... Ah, beschieß mich nicht, du Wichser. Was habe ich hier? Oh, eine M-Tür. Die ist gut. So, ich verstecke mich mal hinter dem Schirm. Sichtschutz ist besser als gar kein Schutz, würde ich mal sagen. Und, naja, die Fassaden können halt öffnen, runterfallen und einem Schaden machen. Und... ja, deswegen sollte man sich, wenn überhaupt, öffentlich auf den Straßen bewegen. Alter, wie viele da sind, da mache ich aber mal die Biege. Dann tun wir lieber den hier. Das ist einfacher. Hey, ich habe einen Frontgriff freigeschaltet. Yippie! Und du gehst auch um die... Ich hatte genau noch ein paar Schuss im Magazin, das hat gereicht. Schön. So, wir haben hier PP 2000... Oh, mit dieser Waffe, ne, war ich damals ziemlich verpeilt, weil ich habe nicht gescheckt, wie man die, Waffen wechseln konnte. Mit der Waffe habe ich nämlich zwangsläufig, weil ich halt nicht wusste, wie man Waffen wechselt, bis 2000 Kills gespielt. Also das ist die Waffe mit den meisten Kills bei mir. Ich habe damals bis Level 35 mit der Waffe einfach durchgesuchtet. Ja, nennt es Noobigkeit oder? Ne, Zielfernrohrarmbrust nämlich ganz bestimmt nicht. Nennt es Noobigkeit oder aber, ja, Umgang mit schwulen MPs auf weiter Entfernung. Was ein Wichser. Hätte ich das mal lieber genommen. Naja, auf jeden Fall. Ey, das ist mein erster Death, ne? Oder mein zweiter? Ne, mein erster. Ja, auf jeden Fall habe ich deswegen richtig fett. Halt damit Punkte gemacht. So, was habe ich hier drauf? Da ist wieder das Fass, Leute. Raufschießen und die Tür ist offen. Wisst ihr, weil Battlefield ist interaktiv und so, ne? Versuchen wir mal ein bisschen was mit dem Bogen zu reißen. Ja gut, das kann ich natürlich jetzt auch vergessen. Wow. Das war, ich würde mal sagen können. Scheiße. Ne, M98B ganz bestimmt nicht auf der Map. Da laufe ich lieber hier mit rum. Moment, David. Eins. Oh, die Gegner kommen. Lauf du mal vor, sei du mal das Kanonenfutter, dann kann ich mir den da hinten holen. Danke, und das jetzt zwar tot sein, aber immerhin, bei 3 Tickets habe ich noch 2 Kills geholt. Ja, das waren jetzt 4 Minuten, Leute. Die kann ich euch so natürlich nicht anbieten. Also werden wir direkt einen weiteren Plünderer-Modus spielen. Auf welcher Map weiß ich noch nicht. Aber, ne, kann ja noch alles werden. So, was haben wir hier für Punkte geholt? Nur 2 Tags? Nur Scavenger und vor... Boah, wo kommen jetzt die zusätzlichen Punkte her? Krass. Naja. So. Dann... Oder wisst ihr was? Ich habe euch ja jetzt einen Plünderer-Modus ganz grob gezeigt. Wir sind jetzt mal ganz lustig. Wir stellen Modus wie Karte auf beliebig und gucken einfach, was uns erwartet. Ja, was uns Battlefield vor die Fresse schmeißt. Andererseits serviert. Um mal nicht so asozial zu reden. So, Multiplayer, schnelles Spiel, beliebig und Spiel suchen.
Und Battlefield schickt uns in Eroberung Vorherrschaft Operation 925. Ja, geil. Ich wette mit euch, da wird wieder nach Spielern gesucht. Wenn nicht, spiele ich mit dieser geilen vollautomatischen, dieser MK Schieß mich tot. Die habe ich ja letztens bei Altmetall für mich lieb gewonnen. Oh, das sieht sehr nach... Hey, es sieht vernünftig aus. Wie geil ist das denn? Leute, es geht los. Wir schnappen uns Punkt B. Und ich möchte diesmal echt nicht verlieren auf diesem Map. Das ist ja echt mittlerweile schon peinlich. Da ist einer. Weg, die Sau. Oh, ich bin wieder ans Headset gekommen. Das ist gerade viel zu leise. Ah, Moment. Okay, kann weitergehen. Nix da. Oh Gott, da ist ein Gegner. Ah! Alter. Alter. Ich bin dem voll vor die Flinte gelaufen. Ich habe nichts gesehen. Hätte ich mal die Verbündeten Arena mit. Aber geht schon gut los. Wir haben 11 Tickets mehr als die. Als die Enemy. Boah. Erstmal hier ein paar Bürogebäude neu gestalten. Ist ja hier alles viel zu ordentlich. So. Auch wenn ich jetzt Punkt B eigentlich einnehmen sollte, Leute, ich kann euch den Trick zeigen. Man springt hier hoch, warte, und dann legt man sich direkt hin. Dann legt man hier auf der Theke drauf, glitscht sich zur Hälfte in die Wand. Also, das sollte man eigentlich nicht machen, ne, blabla, wisst ihr ja, was ist das C4? Ach, aber ist halt für die, die halt nichts können, die können sich dann hier gerne verstecken und so lange auf den Gegner warten. Wie zum Beispiel den hier. Ja, das C4 war ein bisschen spät, mein Freund. Naja, das, ich war ein Verbündeter, ja, nicht draufschießen, danke. Also, ich habe das jetzt halt nur einmal noch zur Show gemacht, damit ihr wisst, wie das funktioniert, falls ihr das denn machen wollt. Wenn ja, habt ihr kleine Schwänze, kennt das ja, Hacken ist schwul, Glitschen auch, blablub. Was mich ankotzt ist, man kann hier vorne nicht rüberspringen, deswegen muss man immer hier vorne schon direkt die Biege nehmen. Sonst kann man sich halt mit Trost abschmieren. Ich weiß auch nicht, das Geländer und da oben der Sockel, das ist zu hoch, da kommt der Charakter einfach nicht durch. Habe ich schon ganz oft probiert. So, Punkt B. Auf geht's. Ich habe schon lange keinen Feindkontakt mehr gehabt. Was ist los? Campen bis hierhin zu. Oh ja, genau. Erstmal in die brennenden Autos legen. Oh, ich würde mal sagen, da wird man gut braun. Oh, noch ein bisschen den Ölteppich. So ein Spasti, so ein Hurensohn. Wisst ihr, was, das mache ich jetzt auch. C4 Flaggen. Vorausgesetzt, die Klasse kann auch. Ja, kannst. Gut, dann machen wir C4. Entsprengung habe ich drin. Naja. Wisst ihr, was ich mich. Moment. Oh Gott, zu viele. Naja, was ich mich frage ist: Battlefield ist ja schon sehr interaktiv und bedacht auf das, was auf der Map so ist, ne? Aber wieso explodiert C4 nicht, wenn man das in eine brennende Öllache legt? Wow. Oh Gott, die haben mich jetzt alle gehört. Deswegen mache ich mal gekonnt die Biege. Wow. Wow. Okay. Okay. C4. Ah! Oh, schnell! Da eins hin. Und schnell hier rein. In die Pflanze, das sieht gut aus. Alter, da hat ein Kollege aber nicht dran gespart, würde ich mal sagen. So, warten. Leute, ruhig. Pass auf, nicht so laut, ja? Sonst hören die uns. Komm, ein C4-Kill können wir uns ja gönnen. Ja? Ein C4-Kill, komm schon. Du willst es. Komm, ihr wollt es doch, ne? Ja, klar. Hallo? Leute? Na gut, dann achte ich einfach mal darauf, wenn die. Wenn A unten blinkt, drücke ich einfach mal auf C4. Vielleicht hat mein Freund ja schon ausgelöst, ich weiß es nicht. Aber. Besser. Jawohl, besser als gar nichts. Ist mein Doppelkill. Und schnell hier hin. Und. Oh Gott. Dahin. Reicht. C4 ist on the ground. So, leise. Der wirft von da oben C4 runter, der Schweinehund. Ja, das ist ja auch mal eine Idee. Warte mal, wie kommt man da hin? Hier einfach rumlaufen. Boah, bist du asozial, ganz ehrlich.
Bist du asozial? Warte, ich kann dir aber hier. Ne? Willst du nicht? Okay. Naja, dann laufen wir mal weiter. Und. Oh ne, wir haben alle Punkte. Dann wird jetzt. Verschlimmbessert, würde ich mal sagen. Oh, jetzt wer hat den längeren Nerv? Du oder ich? Wer zuerst abdrückt, hat gewonnen, ne? Warte. Oh, das war ein Verbündeter, das ist jetzt fair gewesen. Schnell da rein. Oh Gott. Ja, Selbstmord und Doppelkill. Ich würde sagen. Und ich werde auch noch reanimiert. Besser geht's nicht. Ich würde sagen, da habe ich eindeutig einen guten Tausch gemacht. Und ich wollte mir auch noch. Ah, oh, geh mal sterben, bitte. Nein, nicht. Okay, schade. Ach, ja. Also ein Leben gegen zwei Leben, ich würde mal sagen. Unterm Strich zähle ich. Und auch natürlich meine rote Versicherung. Aber. Tja, damit hast du nicht gerechnet, dass ich gut im Rex treffe, ne? Zur Erklärung, Rex, so heißt der Revolver, ne, Leute? Also. Oh Gott, ah, ich lade noch nach! Wichser. Hier mit Slug-Munition zu haben, wäre auch bestimmt. Was macht das? Nein. Hier mit Slug-Munition zu haben, wäre auch bestimmt lustig, glaube ich. Hier, das meine ich, Leute. Ich decke jetzt mal C4 in die brennenden Autos überall, ja? Und es geht nicht hoch. Unrealistisch. Boah, ich will das drauf haben, wenn er drauf geht. Komm, da willst du ja bestimmt einen SB holen. Ich weiß es einfach. Hm? Hm, komm schon. Schmackofatz. Nee. Nicht? Okay. Oh Gott! Einfach mal reinhalten. Oh Gott, 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 lass mich vorbei. Keine Munition mehr. Oh, Punkt Weg, Link und. Jawoll! Du wurdest befördert! Mit einem Dreifachkill! Sauber, Leute! So muss das. Das meine ich. Ah, hier komme ich nicht vorbei. Warte. Ich schaff das. Placing C4. Ja, jetzt. Nicht? Weil ich krieg da drunter her. Mein Gott, das meine ich, ja. Man kann da echt nicht dran vorbei. Dafür muss erstmal die Lampe dran glauben. Du bist schuld. Hallo? Alter! Oh, jetzt aber. Arme Lampe. Die ist bestimmt von Ikea so schön, wie die aussieht. Darf ich mich mal kurz einmischen? Ja, darf ich. Und du auch? Ah, oh, wie viele? Ah, oh, Kanickel. Und was ein Kanickelstall. Was ein Kanickel. Den reich mit dem Messer hinterher. Hier, komm her. Alter. Ein paar Kills hätte ich mir noch lassen können, ganz ehrlich. Oh. Hauptsache erstmal sagen, was für ein Kanickelstall. So muss das natürlich. Was ist denn da los? Oh Gott, das mit Granate und Verbündung. Ja, was denn? Ja, komm doch her. Oh Gott, nicht. Oh Gott, jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt angelangt. Alter, lass mich doch mal atmen. Und der sieht aus wie vom Metro 20. Ne, Metro Last Light, ich wollte schon sowas sagen. Alter, bin ich einfach nur viel zu hell. Hallo? Unrealistisch. Also bei Battlefield ist er, finde ich meiner Meinung nach begründet, Ansprüche zu stellen. Weil es einfach so das geilste Spiel ist, was überhaupt auf dem Planeten ist. Ne? So existiert das so. So, C4. Kurz die scheiß Röhre nachladen. Und dann würde ich mal sagen, auf zu B. Ja, auf zu B. Yo, YOLO. Auf zu A, Leute. Und ihr sagt mir natürlich Bescheid, wenn B leuchtet, ne? Also blinkt unten rechts dann. Was ein Hurensohn! 6% Leben mit einer Zeiger. Ja, mit einer Zeiger. Die Zeiger ist so besonders, Leute, die schießt so schnell, wie man selbst klicken kann. Weil die ist halt semi-automatisch. Und wenn man da halt wie ein Irrer drauf klickt, hat man natürlich auch profitiert. Stirb. Oh, Magazinerweiterung, haben wir geil, oder? Lad nach, du. Lad schneller, du. Okay, zack. Zack. Oh, der will mich holen. Ja, komm her. You shall not pass. Was ein Spaß. Oh Gott. Das
war jetzt uncool. Aber Leute, ich hab's euch versprochen, wir werden diesmal gewinnen. Und dieses Versprechen halte ich sogar. Oh Gott, so viel Verbündete ist gestorben. Why? Da, 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 da. Und weiter geht's. Auf zu Punkt C. Aber schön im Untergrund. Dann kann ich noch ein bisschen C4 an Punkt B legen, wenn ich Glück hab. Oh, B, B blinkt. Oh Gott, das sind ganz viele Gegner. Vielleicht haben sie mich noch nicht gesehen. Oh, wie viele hier sind. Oh, jetzt die Biege machen. Wenn ich da rauskomme, ne, dann bin ich der König, ey. Dann bin ich einfach nur der König. Oh, und das, das Spiel ist gleich vorbei. Ich löse noch kurz mein C4 aus. Oh, das. Oh, schade. Ich wollte ihm noch eine richtig geil geben. Dann wäre er der letzte Kill gewesen. Hätte er richtig scheiße sich die Vorkerze lecken können. Naja, mit 19 zu 8, meine Freunde. Leider nicht wieder der Beste des Servers. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ihr könnt euch natürlich jetzt meinen Aufstieg in den Prestige Level 16 angucken. Und damit, tschüss. Thank you.